Ich hab Maurice mal wieder gesprengt. Ich hab's gesehen, ne? Einfach weil ich's kann. 8:08, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder GTA 5 Custom Maps zusammen mit Triple D heute mal. Einen wunderschönen. Und Maurice ist uns hinterher gejoint. Er kennt die Regeln, man darf so lange mitfahren, wie man ins Ziel kommt als Gast. Kein Kontakt, also alles chillig eigentlich. Außer man fährt so wie Triple D. Das habt ihr nicht gesehen? Nee, bei mir haben die es zum Glück auch nicht gesehen. Ich hab keine Ahnung, warum das war, ey. Ich hab vorhin schon mal gerade ausgemacht. Wird nach rechts eingelenkt. Nerf bei dir? Ah, nach links war das. Aber ich hol euch. Easy. Also ich bin ferner liefen schon. Boah. Ja, ich glaube, heute wird nicht mein Tag werden, ne? Schauen wir mal, ne? Die Map hieß irgendwas mit Trackmania. Mal gespannt, ob das so wirklich Trackmania-like wird oder nicht. Ich bin auf jeden Fall easy Erster. Ohne ernsthafte Gegner. Dann ist Maurice wohl easy Zweiter. Ja, ich bin gerade schon das zweite Mal rausgeflogen. Also ich bin ja gerade schon wo? Mal rausgeflogen. Ich weiß es nicht. An einer ganz billigen Stelle. Ich fahre ganz entspannt. Wo muss ich? Ja, wenn du das wüsstest. Dreh dich. Fuck! Ich hab's verkackt. Sehr schön. Sehr schön. Und direkt Zweiter, Maurice ist Erster und du ziehst auch an mir vorbei. Siehst du, ich mach heute, weiß ich nicht, was ich heute mache. Wo mussten wir hin? Hast du es nicht geschafft? Ich bin auf einmal wieder Erster, ihr habt es beide verkackt. Da den nächsten Wallride nochmal nehmen. Okay. Nochmal nach oben quasi. Ach so. Ja, okay, gut. Das hat scheinbar keiner von euch geschafft. Ach da! Mein Gott! Blind kann man sein! Und dann aber auch relativ schnell nach unten. Ich hab's beim ersten Mal eigentlich schon geschafft, aber halt nicht mit Dings. So, ich bin im Ziel. Huiuiui. Schauen wir mal, wer noch ins Ziel kommt. Jetzt ich glaube, die ist Dritte auf jeden Fall. Doch, schaffst du. Wenn er jetzt nicht noch einen Crash boss. Sieht gleich noch raus. Das schaffst du dicke. Außer du explodierst jetzt. Ich wollte eigentlich einen Salto probieren, aber hast du ihn dir dann doch abgebrochen. Ja, wir sehen uns gleich bei der nächsten Map. Bis gleich. So, willkommen zurück. Nächste Map, World Vaults. Und die anderen haben beide, glaube ich, einen Centaur, oder? Ja, aber Maurice hat den getunten. Und Triple D hat sogar einen ungetunten. Und ihr seht das Teil schon vor, über uns. Easy. So direkt wieder zu drängeln. Wir machen bringen Maurice mal einen Vorsprung. Ja, genau. Er nimmt einfach die Hörner. Maurice habe ich auch direkt überholt. Er hat einen Fehler gemacht. Ja, er ist gegen eine Laterne gefahren oder so. Ja, die ganze Zeit. Ah, diese Gammelhupe. Hätte der wenigstens sowas Cooles wie ich, ne, hier so. Aber hat er nicht. Ich höre schon gar nicht mehr, ich bin schon zu weit weg. Ich habe übrigens mal den Controller gewechselt, weil meine Zuschauer wissen das vielleicht. Ich habe ständig das Handy geöffnet und so. Und ich glaube, das lag am Controller, dass das Ding schon ein bisschen ausgeleiert war. Hattest du PS3-Controller? Ja, ja. Das Problem hatte ich mit meinem auch. Habe ich jetzt aber wieder, aber ich habe halt jetzt einfach den anderen genommen, den ich noch rumliegen hatte. Okay. Hier beginnt der Wallride scheinbar. Aber ein breiter Wallride jedenfalls noch. Okay. Den hätten wir geschafft, das war easy. Ja, der ist nicht allzu schwierig, den schaffst sogar ich. Und den Punkt kriege ich natürlich nicht. Echt nicht? Ich kann an dem Punkt vorbeifliegen. Wie geht das? Aber was mache ich da? Ich weiß es nicht. Ich werde dich beenden. Yay! Ja, noch ist nicht alle Tage arm. Ey, ich flieg da auch vorbei an dem nächsten Ding. Aber Maurice ist, glaube ich, auch vorbeigeflogen. Ja, er respawnt auch.
Jetzt bin ich drauf. Passt. Ich bin einfach zu hoch abgesprungen, weil ich dachte, man müsste den irgendwie... Kann ich mehr lenken? Ja, genau. Ich bin aber auch relativ hoch abgesprungen, aber ich hatte ihn dann direkt. Ich bin drüber gesprungen. Echt? Mhm. War nicht so lustig, ja. Ein bisschen links drüber auch. Aber trotzdem drüber. Maurice sieht im Sprung an mir vorbei, weil der Windschatten hat. Irgendwie lenke ich gerade voll merkwürdig. Dann lenk doch mal besser. Irgendwas ist gerade mit dem Controller nicht mehr drin oder so. Ich denke gerade so, wie ein Firecaster so spielen würde. Ich habe Maurice weggeschenkt, aber dadurch bin ich auch weggeschenkt und er wurde dadurch wieder gerade. Ach komm. Ich hab nur einen coolen Seil. Typ, die hat selbst mal begonnen. Ja. Und da coolen oben bei dem Jump machen. Hoch oder was? Ja, ja. Oh Mann. Lass es mal lieber. Will ich ja noch irgendwie einholen. Kommt hier noch was? Eigentlich sind wir das schmale Ding ja noch nicht gefahren, oder? Ich dachte, das wäre ein Wallride. Wäre nicht cool. Ach komm mal, was mache ich da? Maurice zieht uns hier ab. Ah, hier kommt noch ein Wallride. Aber derselbe wieder quasi. Also von der Breite her. Irgendwas stimmt beim Controller nicht, beim besten Willen nicht. Warum? Ich lenke gerade nach rechts. Hör auf. Er lenkt trotzdem weiter nach rechts. Okay. Ich glaube, ich schließe den gleich mal nach dem Rennen einmal kurz an und wieder ab. Ab und wieder an. In der Hoffnung, er läuft dann noch. Was mache ich da? Ich wäre am Maurice dran gewesen, aber ich baue den Crash in der letzten Kurve. Und da ist das Ziel. Oh Mann, ja. Ich werde das Rennen so nicht beenden. Ich dachte, das Schmale da oben wäre auch ein Boy, das wäre cool gewesen. Ja. Alter. Aber das war's nicht. Schau mal doch mal, was dein Controller da so macht. Das geht gerade gar nicht klar. Komm, lenk! Entweder lenkt er gar nicht oder lenkt er komplett rein. Alter! Wohin fährst du? Ich hab keine Kontrolle mehr über den Wagen. Läuft bei dir? Oh Mann, ja, wir sehen uns gleich bei der nächsten Map, hoffentlich mit einem funktionierenden Controller. Oder? Ja, ich hoffe so. So, willkommen zurück. Nächste Map. Typ, die probiert's mal mit Maus und Tastatur, hat das er gesagt. Das wird so nicht werden. Oh Mann, sein Controller will nämlich gerade nicht. Da müsste er GTA neu starten. Wie gibt man nochmal Gas? Nein, das weiß ich noch. Scheinbar weiß er auch noch, wie man rammt. Ja. Und erstes ist... Sehr schön. Ja. Das Ding werde ich schon nicht hinkriegen. Ever, ever. Welches Ding? Ach, das da Ding, ist was da Ding. Kommt? Respawned man. F, ne? Ja. F, ja. Das ist doch gar nicht so schwer, das Ding. Einfach langsam machen, ne? Ja. Ja, ich auch. Aber ich weiß nicht, wie man in der Luft lenkt. Mit Numpad, glaube ich. Ja, ja. Das Problem ist, wenn ich Numpad benutze, dann da habe ich meine ganzen Hotkeys drauf. Na, ja, das ist schlecht. So Mikrofon muten und sowas. Zack. Next. Next. Naja, ich marschiere durch das Rennen, ne? Unfassbar. Vielleicht auch total easy. Ach, komm mal, was mache ich da? Man hat auch unten in der rechten Ecke gesehen, auch total easy. Was war denn unten rechts in der Ecke? Triple D hat sich selbst umgebracht. Ach so. Und links sonst. Links, so das ist ja stimmt. Aber ich auch. Fuck, Maurice überholt mich gerade. Wenn er den Jump packt. Und er packt ihn, glaube ich. Ja, er packt ihn. Oh oh. Und ich drehe ihn noch richtig rum. Das gibt es nicht, ja. Was für ein Glück muss man haben. Ich glaube, auf Nunpad 2, 4 und 6 liegt, glaube ich, gar nicht. Ausprobieren. Hi. Ich weiß es nicht. Ja, das geht. Come on, zack, wide. Und da ist das Ziel.
Eieiei, das war ja gar nicht so schwer. Schafft Triple D es noch ins Ziel? Nee, nee, eh nicht. Eigentlich kommt nicht mehr viel. Eieiei. Wäre ein Wunder. Es kommt echt nicht viel. Ah, oh, er schafft den Boy halt nicht. Hättest du den geschafft, hättest du es geschafft. Ja. Nee, aber war auch klar, war auch los. Leider nein, leider nein. Wir sehen uns gleich bei der nächsten Map. Bis gleich. So, willkommen zurück. Nächste Map. Acrobatic Parcours. Triple D hat es rechtzeitig geschafft. Hat aber seine Barty nicht am Start. Ja, egal. Die ist scheinbar nicht repariert. Dafür eine Akuma getuned, auch nicht schlecht. Die geht, denke ich, auch klar. Was zum... Ich bin zu weit geflogen und dadurch habe ich es nicht geschafft. Bin gar nicht geflogen, hab's dadurch nicht geschafft. Ach komm. Warum fahre ich Maurice hinterher? Du dachtest, das wäre der richtige Weg gewesen. Ach, man muss auf den Container, come on. Was zum... Was machst du da? Ich weiß es nicht, liegen. Er blockiert hier Dinge. Ja klar. Hallo? Oh, ich muss mal ein bisschen balancen, okay. Okay. Also Haftbombe. Würde sogar theoretisch gehen, aber wäre ziemlich assi. Ja. Ab dem Punkt. Oh, das ist, glaube ich, falsch gefallen. Ich habe keine. Boah, das war Skill. Fast. War einfach nur Luck. Bei mir war es, dass ich runtergefallen bin. Ja, da hoch. Da hoch? Echt? Ach komm. Ist er auch runtergefallen? Oh, come on, jetzt will ich schon wieder runter. Eieiei, Freunde. Eieiei. Wohin fährst du? Mir ist mal falsch. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach auf Gas gegeben. Come on, was mache ich jetzt? Und Maurice hat's, oder was? Ich weiß es nicht. Respawn ich? Achso, okay. Hast du es denn jetzt? Yep, ich hab's. Nimmt einfach den Speed, mit dem ihr da mithattet. Die Wand hat sich schön abgeklärt. Nicht runterfallen. Was zum... Jetzt hab ich ihn auch. Ach, ich hätte auch einfach weiterfahren können, egal. Müssen wir da in die Container rein? Oder drauf? Weiß ich noch nicht. Können wir gleich sehen, wenn ich da bin. Eigentlich müsstest du... Ja, du bist hier da. Ne, ich meine, wenn ich drin bin. Oh, komm mal. Was mache ich da? Ich bin nicht drauf. Einfach weiterfahren. Und gucken. Ach nö, ich weiß, wo wir... Oh, nö. Oh, komm. Mann, ich war auch drauf. Oh, ich bin noch drauf. Zählt das noch? Oh, mein Motorrad fällt runter. Und dann habe ich gespawnt. Ja, ist doch richtig, oder nicht? Ich hätte, glaube ich, aus dem Tor aufsteigen können. Wow. Komm, bleib drauf, jawohl. Oh, come on, ich lande nicht im Parkhaus. Ja, hab ich auch nicht. Man muss den Speed also mitnehmen. Ja, das ist aber gut. Du kannst mit Level Asian da locker. Oh, come on, ich... Ja, wenn man es dann schafft. Ey, was mache ich da gerade? Sogar Maurice ist drüben. Ich bin letzter gerade. Aber mein Controller funktioniert wieder einigermaßen gut. Da kommt er auch noch. Da kommt er. Endlich, ja. Sehr schön. Maurice hat mich einfach mies weggerammt. Oh, come on! Er schubst mich richtig runter. Was ist das für ein Sprung? Voll hast easy. Du den? Ja. Lol. Hast du das mit 5,8 oder hast du das einfach so? Wheelie. Mit dem Wheelie? Ich knall immer wieder gegen die Wand. Bei sowas braucht man keinen 5-Pack. Kann vielleicht sein, dass die Akuma da scheiße ist oder so. Weiß ich nicht. Naja, ich nicht so hochziehen kann. Sollte das alles funktionieren. Naja, eigentlich schon.
Ich bin jetzt genau schon 6-mal gegen die Wand gefahren. Jetzt ging's auch. Jetzt bin ich drüber. Nee, doch nicht. Nochmal hängen geblieben, oder was? Nee, ich wäre fast drüber geflogen. Gerade ihm gekommen. So, den nächsten Punkt habe ich und jetzt geht's ab hier. Geht's denn da rüber? Ich bin fast rausgeflogen von der Dings. Einfach Video gegen irgendwas. Ach, okay, alles klar. Come on, ey. Da ist eine Kurve drin. Ich will meine Barty wieder haben. Will ich meine Barty? Ich kann es nicht verstehen, vor allem ich hatte die noch. Ich hätte die nicht zerstört oder so. Wann hattest du die denn zuletzt? Gerade eben, vor ein paar Sekunden. Vielleicht hattest du Polizei am Arsch? Ah, das kann gut sein, ja. Ja, ja. Na, dann hat die Polizei deine Barty. Immer diese Bullen. Ja, die wollen halt auch mal schöne Motorräder haben, weißt du, da dachten sie sich, ja. Der hat eine Barty. Vielen Dank dafür. Ich bin auf jeden Fall schon ganz gut weggezogen von euch. Ja, ich bin mit Abstand jetzt letzter. Mit mehr Abstand letzter. Ja, würde ich nicht mal unbedingt behaupten, glaube ich. Wobei doch, Maurice ist Maurice auch hier bei mir alles schon. Bei dir. Ach, was mache ich da? Oh, ich bounce ab von der Barty, aber hab dann Kong. Oh, dann fahr ich rückwärts beim Respawn. Warum mach ich sowas Idiotisches? Weil, ja, ich bin gerade auf einer Barty runtergeflogen und hab den Punkt dafür durchgekriegt. Ich bin Respawn. Ist ja gar nicht klar. Ich weiß es nicht. Ja, super, ey. Hänge ich hier oder was? Jetzt darf man hier wieder zurück oder was? Okay, okay. Doch nicht. Was ist das? Maurice nervt Warum? Mich doch nicht. Der Respawn hier ist echt nicht bescheiden. Ich hab mal kurz Maurice gesprengt, hat mich genervt. Ich krieg den Punkt nicht, komm mal ernsthaft. So. Egal. Bei einem Punkt bin ich jetzt hingelaufen. Ja, shit. Na, wieso? Wieso? Da ist ein Speedboost unter der Brücke oder so? Nee, ich glaub nicht. Dann ist immer noch aus dem Controller nicht in Ordnung. Hast du das Speed bekommen, oder? Ja. Auf einmal habe ich mir Vollgas gegeben. Vielleicht war da dann doch was, keine Ahnung. Kann ja gut sein. Das hier ist nervig, ne, über diese Treppendinger. Ja, ist schon nicht ohne. Oh, wo man respawnt. Zucker. Mhm. Genau, das hatte ich nämlich auch das Problem. Irgendwann bin ich dann gelaufen. Weil das bei Respawn hatte. Geier. Wo ist denn der Punkt? Müssen wir da, wie kommt denn ihr da unten rein? Hier drüber oder was? Muss er irgendwo einfach drüber jumpen und dann da sein. Siehst du, war da einfach. Oh mein Gott. Was tut ihr da drin? Ich hab Maurice mal wieder gesprengt. Ich hab's gesehen, ne? Einfach weil ich's kann. Feuerrider! Weg da! Oh oh, ich wollte dich gerade sprengen. Ach, hier kann man ganz entspannt runterfahren. Oh, come on, ernsthaft. Ich mach mir da riesen Mühe, weißt du? Gut so. Ach du Schande, hier wieder alles in die Luft. Du dominierst LP mit Maul. Tut mir leid, Maurice, aber ab und zu muss das einfach mal sein. Jetzt hat Triple D mich und LP mit Maul. Nein, das... Alles klar. Ich bin wegen das Haus oben geflogen und erstmal. Aber ich bin der Einzige, der den Jump jetzt hat. Nice! Ich nehme das Haus mal mit. Muss ich jetzt? Muss ein bisschen weiter links. Ja, ja, ein bisschen weiter rechts, oder? Links und dann rechts. Wenn man weiter weg vom Haus ist, halt ein bisschen. Oh, ich bin viel zu weit. Ah, was mache ich da?
Da hat sie da Bogen gemacht. Echt? Nicht respawnen. Kann man noch hochfahren, mein Gott. Ach, come on, was mach ich da? Oder auch nicht. Komm, respawn, was soll's. Fuck, ey, wir müssen schnell respawnen. Maurice ist schon oben. Maurice hat's schon. Wie respawnt man ihn? Ah, der ist, glaube ich, aber dann außen rumgefahren. Komm, das gibt's doch nicht. Er schafft es direkt. Also hier, oh nee, ich muss auch nochmal respawnen, das gibt's doch nicht. Ich denke, ich zwischen zwei Wänden und ich komme einfach nicht vorwärts oder rückwärts. Läuft bei dir? Unheimlich. Ich komme da nicht rein, das gibt es nicht. Man muss da in einen Kirchturm. Okay. Ja, oh, ich knall gegen das Schild. Viel schneller hoch als die Scheißnis, ne? Das ist ein Problem. Ja. Wobei ich gerade immer zu hoch springe. Hab's direkt. Da war doch kein. Ja, first try, sozusagen. Aber ich bin jetzt in diesem komischen. Alles klar. Was? Im Kirchturm kannst du hochklettern. Eine Leiter. Hä? Da ist ein Loch. Musst du da denn hoch? Nee. Musste nicht. Das ist halt so eine Leiter und da bin ich genau in dieses Loch eingefallen. Finally habe ich es jetzt. Wo muss man dann? Hier rüber. So, Aufholjagd. Oh mein Gott. Jedes Mal das gleiche. Und manche Wände einfach gar nicht hoch. Oh, come on, ich grinde da runter. Das gibt es nicht. Hit. Oh, dead respawn, dead respawn. Oh, ich muss auch respawnen. Ne? Wo respawn ich? Ich respawn auf dem Ding. Und das Dumme ist einfach, der respawn, ich war schon viel, viel weiter vorne. Hi. Guten Tag. Wohin muss man hier? War das weiter? Ich wollte dich eigentlich blocken. Was ist das denn? Beim ersten Mal habe ich den Sprung ohne Probleme geschafft, jetzt zweimal nicht. Ja. Er holt erstmal einen Lauf. Das zieht uns ab, ja. Den habe ich? Ich krieg keinen Speed, ey. Wo muss ich jetzt? Hier hoch. Schaffe ich das von hier direkt? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Easy. Ach, das mache ich nicht falsch. Dann hier rüber und dann steht hier noch ein Motorrad. Maurice ist ins Ziel gelaufen, ernsthaft. Eieiei. Das ist das Ziel. Wende nicht. Ja. Warum nicht? Deswegen. Fahr doch außen rum. Ruhig jetzt auch. Zack, Wheelie. Zack. Direkt rüber und Wheelie. Ja, gut. Ende doch. Wow. Er hat's doch beendet. Wow. Ah, ja, ja. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut doch bei Triple D vorbei. Bis dahin und rein. Ciao. Ciao, ciao.